Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu unserem zweiten Teil des Battles Uferangler gegen Bootsangler. Den letzten Teil habt ihr ja letzte Woche auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Leider konnten wir da keinen Sieger ermitteln. Beide Angler haben nichts gefangen. Jetzt, ein paar Wochen später, alles ist mittlerweile grün, werden wir die Rückrunde drehen. Und ich bin gespannt, wie das Vergleichsangeln zwischen einem Welsangler, der seine Montage ganz plump vom Ufer wirft, und einem Welsangler, der seine Montage mit Technik, Schlauchboot, Echolot ganz gezielt in die Kanten legt, dieses Mal ausgeht. Ich hoffe, dass dieses Mal eine Entscheidung getroffen wird und einer von den beiden einen Fisch fängt. Aber jetzt erstmal unsere beiden Kontrahenten. Hier sind sie. Da ist er. Hallo zusammen. Marki wird wieder, wie im letzten Video, vom Ufer angeln. Und du warst ja jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen draußen. Genau. Tauwurmbündel. Stein geworfen. Ufer. Und eine richtige Möhre hat er gefangen. Ich war leider mit der Kamera nicht dabei, aber wir wollen euch auf jeden Fall diesen spannenden Drill und diesen dicken Fisch hier aus Deutschland nicht vorenthalten. Film ab. So sticht die Steine nicht, gell? Das war mein Kartoffel kalt. Na, das ist echt gut, ja. Gut, gell? Ja. Dann machen wir lieber ein bisschen Dretschuf, ja. Zum Friseur vorher gekannt, hä? Yay! Jawohl! Geil! Geil! Habt ihr gesehen, also das ganz normale Plumpsangeln bringt wirklich dicke Fische und du machst ja eigentlich das ganze Jahr diese Technik, ne? Primär, ja. Kurze Sessions nach dem Arbeiten, abends raus, dicke Fische fangen. Ich bin mal gespannt, ob Marki euch dieses Mal zeigen kann, dass es funktioniert. Und hier ist unser Kontrahent, der Angler, der mit Boot, Echolot und Technik angelt. Michael! Servus Jungs und Mädels. Und ich werde wieder antreten gegen Marki mit meinem Schlauchi und meiner Technik. Und du glaubst also, dass du mit einem Schlauchboot, mit einem Echolot definitiv einem Uferangler im Vorteil bist? Davon gehe ich aus. Deswegen machen wir ja die Challenge. Naja, Daumen sind gedrückt. Ich schaue jetzt mal noch drüber, ob sie was an ihren Montagen ändern werden gegenüber zum letzten Battle zur Vorrunde oder ob alles beim Gleichen bleibt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Was schon mal auffällig ist jetzt, einige Zeit später, der Wasserstand vom Rhein ist extrem gesunken. Das Wasser ist noch klarer geworden als beim ersten Dreh, beim ersten Battle. Wir sind, auch um das Ganze wirklich real zu gestalten, wieder an den exakt gleichen Platz gegangen wie bei der Vorrunde. Damit es dann nicht heißt, ja, jetzt sind mehr Buhnfelder, jetzt hat der Uferangler einen Vorteil oder jetzt ist mehr Packung, jetzt hat der Bootsangler einen Vorteil. Alles ist gleich geblieben, nur ein paar Wochen später im Jahr. Bin wirklich gespannt, wie es ausgeht, aber seht mal, vielleicht erkennt ihr den Platz wieder. Damals hatte der Michael sein Boot hier direkt an der Steinkante liegen und jetzt können wir ganz schön weit ans Wasser runterlaufen.
So, ich gehe mal gucken, was die Jungs machen. Marki bereitet, glaube ich, gerade seine Hutenhalter vor. Das geht ja rucki zucki. Also Marc hat sich auch so ein paar Türme hier gebaut aus Steinen, hat da seine Rutenhalter reingesetzt. Eine andere Chance hat er hier in der Steinpackung nicht. Aber zwei Waller-Rutenhalter stehen schon mal sicher in der Packung. Eine Rute hat er auch schon fertig. Mal gucken, was er da gebaut hat. Da hat er aufgerüstet. Da hat er ein ganz neues Sahnestückchen hier am Start. Marki, was ist denn da passiert? Neue Rute gekauft? Ja klar, ich habe jetzt hier die neue Perfect Passion. Mega coole Rute. Die kleinen Wälze hier auf dem Plank. Sieht mega cool aus. So eine Rute darf nicht nur cool aussehen, die muss auch fangen. Was hast du denn für eine Montage vorbereitet? Ich werde ein saftiges Tauwurmbündel an der 15 Gramm Tree U-Pose angeln. Da habe ich vollstes Vertrauen drin. Marki hat schon unsere neue Schlagschnur im Einsatz. Schlagschnur ist ultra wichtig hier am Rhein, oder? Ja, ist mega wichtig. In der Steinpackung haben wir überall scharfe Kanten. Dran denken, Jungs, weil sonst habt ihr nicht viel davon ohne Schlagschnur. Wenn ihr einen Biss kriegt, Fisch zieht eure Hauptschnur über die Steine und dann habt ihr, wenn ihr Pech habt, nachsehen. Also auf jeden Fall eine Safety Zone einbauen. Ich mache ca. 10 Meter Schlagschnur auf meine Rolle. Damit bin ich in der Steinpackung bestens gerüstet. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Marki ist wenig experimentierfreudig, auch auf der zweiten Rute. Doppeldrilling-System für ein Tauwurmbündel nehme ich mal an und die Trio-Pose. Was macht er jetzt? Jetzt macht er einen Wirbel noch drauf. Für die, die im letzten Video nicht dabei waren, ziehe ich als erstes einen Wirbel auf meine Schlagschnur auf. Jetzt folgt eine Perle als Knotenschutz. Zwei Ruten schon so gut wie einsatzbereit, die müssen nur noch beködert werden. Jetzt gehen wir mal zu Mike, schauen, wie weit der ist. Und vor allem, was er vorhat, ob er was an seiner Montage im Gegensatz zum letzten Video ändert oder ob alles gleich bleibt. Und während Marki auf Würmer setzt, vertraue ich voll und ganz den Deadbeats. Natürlich werden Steine eingesetzt hier in Verbindung mit einer Reißleine, denn ein Grundblei bei der Strömung da draußen bleibt definitiv nicht liegen und sorgt wahrscheinlich sogar für eine Hängergefahr, falls der Biss kommt. Also Stein, Reißleine, aber das kennt ihr ja, kommt auch bei beiden Anglern zum Einsatz, beim Bootsangler wie auch beim Uferangler, der seine komplette Montage vom Ufer aus ohne Bootshilfe an den Spot bringt. Marki, was für eine Reißleine machst du drauf? Ich setze hier eine doppelte 40er Reißleine ein. Michael bereitet gerade seine Deadbaits vor, richtig schön mit Auftriebskörpern drin und Marki macht da oben schon die Tauwürmer drauf, da renne ich mal hoch, zeige euch das mal schnell. Das sieht ja mal mega aus.
richtig schönes, fettes, saftiges Taubenbummel. So, die erste Rute ist ready, die erste Rute des Uferanglers, aber die Jungs helfen sich wieder gegenseitig. Das ist auch wichtig beim Walleangeln, glaube ich. Teamwork ist alles, aber trotzdem bleibt es ein Battle. Ich glaube, jetzt hier an dem Spot erkennt er bestens, was ich gemeint habe mit niedrigem Wasser. Ne? Bom, bom, da bollern die Autos drüber. Aber unter Brücken stehen immer Wälse. So, Marki sucht sich jetzt schon seinen Wurfplatz. Bei unserer letzten Session konnte ich den Stein von hier oben werfen. Jetzt ist das Wasser aber so niedrig, dass wir runter müssen, um den Stein auch weit genug rauszubekommen. Marki setzt jetzt erstmal seinen Umlenker. Genau dort, wo wahrscheinlich nachher, nach dem Werfen, nach dem Auswurf der Montage, die Hauptschnur aus dem Wasser kommt, damit er sie vor den Steinen schützen kann. So, jetzt wird es spannend da unten. Marc knotet jetzt seinen Stein an den freilaufenden Wirbel auf der Schlagschnur. So, Marc legt jetzt als erstes sein Vorfach vor den Füßen ins Wasser, die U-Pose mit dem Wurmbündel. Mike hat hier vorne die Rute in der Hand, die Rolle offen. Stein liegt. U-Pose treibt hier hinten raus. So, Marki bringt jetzt seine Montage auf Spannung, legt jetzt seine Schnur in den Umlenker rein. Und sichert die nochmal mit einem Gummi, was er über die Umlenkgabeln steckt, vorm Rausrutschen. Und jetzt geht's auf direktem Wege zum Rutenhalter. Ja, da rennt schon einer. Also obwohl es ein Battle ist, Ufer gegen Bootsangler, helfen sich die beiden. Aber hier wäre es anders, glaube ich, auch überhaupt nicht möglich. Jedenfalls aktuell nicht, bei dem niedrigen Wasserstand. Schon spannend, ne, was hier zusammengebaut wird oder versucht wird, um einen Fisch zu fangen. Aber klar, der Uferangler versucht halt auch, seine Rute möglichst weit vom Angelplatz entfernt zu setzen,
damit er keine Scheuschwirkungen hat. Ah, sieht gut aus, was der Marki da gebaut hat. Okay, die erste Rute ist scharf, die erste Falle ist im Rennen. Marki, gleich deine zweite dahinterher? Nein, in den Rutenhalter kommt die Rute von Mike, dass es fair ist. Jeder. Das ist eine coole Entscheidung von den beiden. Ich habe jetzt gedacht, Marc fischt beide Ruten flussab und Michael flussauf. So war es bei der Vorrunde. Aber jetzt haben sie sich anscheinend unterhalten, dass jeder von beiden Anglern eine flussab, eine flussauf fischt. Also wird Michael seine jetzt wahrscheinlich mit dem Boot auch flussab ziehen. Bin mal gespannt. Hab noch gar kein Boot hier gesehen. Wo ist denn das Boot? So, da kommt Michael mit seinem Bötchen an. Er sieht halt jetzt natürlich genau die Kante auf dem Echolot. Die gleiche Flucht ungefähr wie Markis. Auf jeden Fall ist es natürlich cool, dass die beiden sich helfen, obwohl es ein Battle ist. Michael lässt jetzt gerade seinen Stein runter mit dem Deadbait. Auch hier wird mit einem Umlenker gearbeitet, ist ganz, ganz wichtig beim Angeln in diesen Steinen hier. Michael läuft jetzt mit seiner Rute zurück zum Rutenhalter. Marki fährt das Boot zurück an den Angelplatz. Und dann werden jetzt die Ruten rauskommen, die nach oben laufen. Marki wird wieder werfen und Mike mit dem Boot legen. Bin wirklich gespannt, ob es diesmal eine Entscheidung gibt. Liegt richtig gut in der Kante. Ja, da ist sich Mike seiner Sache ziemlich sicher. Naja, er hat es ja auch im Echolot gesehen. Sind fast alle Ruten, alle Montagen draußen. Zwei Montagen fehlen noch. Dauert schon alles mega lange. Aber beide Angler geben sich natürlich auch die größte Mühe, denn keiner will hier was anbrennen lassen. Jetzt kommt die zweite Rute von Michael stromauf. Die darf noch mit dem Boot gesetzt werden. Und Marki wird dann irgendwo hier unterhalb sein Wurmbündel werfen. Bin mal gespannt, was sie da jetzt machen, die Jungs. Genau oben im Knick von der Steinpackung, wo es rumzieht, wird Mike seine Rute ablegen, so wie es von hier aussieht. Denke ich, ist ein guter Platz. Und Marki befestigt gerade einen Umlenker in der Packung, damit wir die U-Pose in Strömungsrichtung in den Umlenker führen können, also die Hauptschnur, und dann auf direkten Wege hier zurück zum Angelplatz. Nur so ist es möglich, gegen die Strömung eine U-Posenmontage zu setzen. Marc bleibt am Ufer stehen. Mike setzt jetzt seine Montage. Marc wird dann direkt nach dem Ablegen die Schnur von Mike in den Umlenker einhängen. Ja, hier ist halt wirklich dann Teamwork gefragt. Dann geht alles einfacher und schneller. Montage sitzt. Wird die Hauptschnur an dem Stock, den sie da gesetzt haben, eingeklinkt. Mike läuft jetzt wieder mit der ausgelegten Montage zurück über die Steine.
Marc fährt sein Boot runter. Das macht er wahrscheinlich, um die Schnur perfekter oder besser hier oben die Bäume reinlegen zu können. Weil bei dem niedrigen Wasserstand jetzt ist es natürlich schwierig, vom Boot aus die Schnur in die Äste zu legen, die jetzt sehr, sehr weit oder besser gesagt sehr, sehr kurz über das Ufer hinausragen. Jetzt hat er die Schnur reingelegt, die ersten Äste. Die dritte Rute ist am Spot. Jetzt kommt Marki seine Wurfrute noch. Und dann sind wir scharf. In der Stunde ist es dunkel. Haben wir es doch zeitlich ganz gut hingekriegt. Ich bin gespannt. Das sieht doch lecker aus. Wenn ich ein Wels wäre, würde ich hier auch reinballern. So Marki, letzte Rute. Letzte Rute. Zeig, wie gut du werfen kannst als alter Handballer. Und Action. Marki setzt jetzt hier die gleiche Gardinenstange, kann man ja sagen, wie Mike da oben gesetzt hat. Er braucht auch einen Umlenker, obwohl er die Rute vom Ufer aus wirft, also den Stein mit der Hand jetzt werfen wird. Aber wir müssen ja unsere Hauptschnur, weil er jetzt stromauf seinen Köder vom Angelplatz anbietet, auch umlenken zum Platz zurück. Stein sitzt. Marki holt jetzt seine Schnur zurück und hängt den Umlenker ein. Die Ruten sitzen, das Battle kann jetzt definitiv beginnen und ich hoffe, dass einer von beiden Anglern jetzt Glück hat und einen Huber kriegt. Beim ersten Dreh ging es ja unentschieden aus, also da kann man schon mal definitiv nicht sagen, dass das Boot im Vorteil war. Beide Angler hatten nichts, aber es muss jetzt langsam eine Entscheidung geben. Kopflampe ist schon um, es wird jetzt langsam duster. Ruten waren alle oder sind alle rechtzeitig im Wasser. Wir befinden uns hier an dem Platz, an dem Ort, wo wir gerade drehen in Baden-Württemberg. Wir dürfen bis 1 Uhr, jetzt während der Sommerzeit, auf Wels angeln. Jetzt ist gleich 8, 5 Stunden bleiben uns bis um 1. In der Zeit muss es knallen. Bin mal gespannt, ja. Aber kann ja jederzeit losgehen. Ich drücke den beiden Jungs die Daumen, dass in der Zeit ein Fisch fällt. Und ihr seht, welche der beiden Angler im Vorteil war, ja. Und ich hoffe, dass wir durch so ein Vergleichsangeln euch auch mal zeigen können, je nachdem wie es ausgeht, dass man auch ohne große Technik, ohne viel Schnickschnack, ohne Schlauchboot und so weiter und so fort Wälse fangen kann. Aber wer weiß, bis jetzt gibt es noch keinen, der vorne liegt. Und das macht die ganze Sache richtig spannend. Bis zum Biss. Bis später. Heute Abend gibt's ne Gag-Gag.
Volleinschlag auf die geworfene Wurmrute vom Marki. Oh, jetzt muss ich hier mit runterrennen. Und das Ding ging richtig krumm. Da tobt ein richtiges Monster. Alter, Wahnsinnsfisch. Jawohl! Petri! Komplett weggezogen, das Taubenbündel. Wahnsinn! Wahnsinnsfisch! Wahnsinnsfisch! Schau mal die Luke an hier. Petri Heil. Geht Gedank. Bam. Alter Marki, das sind 2+. Ja, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn, der Fisch hier. Der Bauch. Wurmmontage ganz einfach vom Ufer geworfen. Mega Jungs. Wahnsinn. Wahnsinns Wurmbombe. Das war jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, kann man sagen. In einer guten Stunde ist es 1 Uhr. Da müssen wir aufhören mit dem Angeln. Und kurz vorher kam es hier zu einem absoluten Volleinschlag. Also es war ein Einschlag, wie wir ihn auch in Italien, Spanien oder irgendwo erlebt. Ja. Hier am Rhein. Auf eine geworfene Rute, Tauwurmbündel. Absolut krass, absolut verrückt. Und dann noch so ein Fisch. Also der Marki hat jetzt definitiv, kann ja immer noch was passieren, noch was kommen, ja. Aber mit dem Fisch gezeigt, wo der Hammer hängt. Ganz einfaches, plumpes Angeln, ohne Echolot, ohne Boot. Funktioniert. Die Zeit ist rum. Ich fange schon mal langsam an, alles hier ein bisschen zusammenzurödeln, zurück ans Auto zu tragen. Ich hole jetzt noch mal die 2 Jungs her. Also Jungs, wirklich eine mega spannende Session. Das nächste Mal machen wir unser Vergleichsangeln in der Pfalz oder in Hessen. Da können wir nämlich bis morgens am Wasser bleiben und ganz entspannt auch ausschlafen. Jetzt müssen wir packen. Marki, Michael, es war ja
eine Teamarbeit, habt ihr ja gesehen. Wir wollten zwar trotzdem so ein kleines Battle reinbringen, Uferangler gegen Bootsangler, um mal zu sehen, ob es wirklich Echolot und Schlauchboot uns immer so viele Vorteile bringt. Bringt es uns definitiv. Wir sehen ja die Kanten alles viel besser. Aber ihr seht, man kann auch problemlos Stein reingeworfen vom Ufer, ohne viel Schnickschnack, ohne Echolot, ohne großen Materialaufwand. Und gehört natürlich immer Glück dazu, ein riesen Wurmkracher hier am Rhein reingeholt. Ich denke, das zeigt, dass man auch mit einfachen Mitteln hier in Deutschland riesen Fische fangen kann. Hätte auch anders ausgehen können. Und ich denke oder ich hoffe, wenn das euch gefallen hat, werden wir auf jeden Fall wieder mal so ein Vergleichsangeln machen. Vielleicht was anderes mit einer anderen Taktik, mit einer anderen Methodik gegeneinander laufen lassen. Petri Magi. Petri, Dank. Ihr seht, mit einfachster Montage kann man auch große Waller in Deutschland fangen. Das könnt auch ihr. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan. Ciao, ciao.